Im heutigen Video probiere ich die Magnum Bonbons, einmal die mit White Chocolate and Cookies, dann die Salted Caramel and Almond und zu guter Letzt die Sorte Gold Caramel Billionaire, was auch immer das sein soll, jedenfalls heute im Video. Hallo und recht herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie schon eben zu sehen, gibt es heute diese neuen handlichen Bonbons von Magnum. Ich starte dann mal hier mit dem White Chocolate und Cookie und ich finde halt einfach, die sehen schon ziemlich cool aus, schön handlich. Ein bisschen größer als so ein Eiskonfekt, würde ich mal sagen. Und das Einzige, was ich wirklich rieche, wenn ich nah rangehe, ist die weiße Schokolade. Im ersten Moment, wenn ich reinbeiße, schmeckt das für mich wirklich so, wie als würde ich in so ein Magnum reinbeißen. Nur ich finde, das löst sich sehr schnell ab. Also man spürt halt erst die weiße Schokolade, dann das Keksstückchen beim Reinbeißen. Und irgendwie wird es ziemlich mehlig im Nachgeschmack, finde ich. Und das erinnert mich total an diese, also da drifte ich jetzt komplett ab, aber das erinnert mich an diese Trinknahrung, die man alten Leuten im Altenheim gibt oder halt eben Leuten zum Zunehmen. Und halt, man merkt so einen mehligen oder gebundenen Nachgeschmack. Ist wie so eine Trinknahrung am Ende. Ugh. Als nächstes dann die Salted Caramel and Almond Variante, also das gesalzene Karamell mit der Mandel. Hier rieche ich auf jeden Fall erstmal nur die Mandeln. Hm. Die Sorte schmeckt halt wirklich um einiges besser. Die schmeckt halt auch einfach nach Eis. Das davor war halt irgendwas anderes, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls bemerke ich hier die gesalzene Karamellsoße. Die ist so sehr mild, also da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Salz nutzen können, damit dieses Karamell noch ein bisschen mehr poppt. Aber so gesehen merke ich auf jeden Fall da, dass das schon ein bisschen geboostet worden ist. Und ja, die Mandeln merkt man ganz leicht und die Milchschokolade, ja, die gibt so einen leckeren Knack und passt schon ganz gut dazu. Also ist auf jeden Fall so zu der ersten Sorte wie Tag und Nacht, schmeckt echt lecker. Zu guter Letzt dann den goldenen Billionär. Ist halt auch wieder ein gesalzenes Karamell, soweit ich weiß. Und hat hier auch eine weiße Schokolade mit Karamell und Keksstückchen. Und vom Geruch bemerke ich erstmal gar nichts. Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, schmeckt einfach nochmal besser als die Sorte davor. Und zwar geht diese gesalzene Karamellsoße unter, wie ich finde. Da fehlt irgendwie noch ein bisschen. Aber ich merke halt ab und zu so kleine Karamellstückchen, die mich so ein bisschen an dieses Dime erinnern. So ein bisschen hart zum Kauen mit diesen Keksstückchen zusammen, die halt leider auch dadurch untergehen. Aber es ist ein leckerer, milder Karamellgeschmack, der mich auch so ein bisschen an dieses eine Süßigkeiten-Ding erinnert. Wie heißt das nochmal? Das liegt immer hier wie Karamak, was an dieser Kasse immer liegt. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen daran. Und so gesehen, ich finde, das ist schon jetzt die beste Sorte von heute. Ja. Cool. Und natürlich pünktlich zum Sommerende habe ich jetzt endlich mal Eis getestet. Ich finde schon ganz coole Sorten, also wobei mir halt eben dieses Goldkaramell Billionär am besten gefallen hat. Und das andere, das schmeckt halt wie Trinknahrung gefroren. Also gesehen nicht mein Fall. Habt ihr die Eissorten mal probiert? Habt ihr da irgendwie mal Erfahrungen? Ich meine, ich glaube nicht, dass sich das jeder kauft bei dem Preis. Lasst mich dennoch mal in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Schmackofatz. Dann einmal mit Salted Caramel and Almond und mit Gold Caramel. Ich muss mal eben was schlabbern hier, ne? Hm. Hallo und willkommen. Hallo und rechtswert. Die Sorte erinnert mich ein bisschen wirklich, hat das einen ganz seltsamen Nachgeschmack, sind aber, mal noch mal, so einen ganz komischen Nachgeschmack, ne? Ah, cool. Geht auf jeden Fall auch noch gut. Hm, voller Mund, Leute. Und hätte ich jetzt nicht mit gerechnet? Natürlich pünktlich zum baldigen Sommerende habe ich jetzt auch mal Eis getestet. Ich finde, es gibt keinen besseren Zeitpunkt dazu, dafür. Und Eis getestet. Getestet. Batterie leer. Junge, Junge. Die denken echt, ich wäre so, Alter. Ach ja, und abonnieren wäre cool. Also wäre nett. Halt. Oder? Ach ja, dafür. Ja, doch, das wäre cool. Ha ha.